du. Herbst im Reierbachtal. Forstmann Ralf Kranich auf dem Weg zur Arbeit im Naturpark Solling-Vogler. Ja, hier beginnt mein kleines Paradies. Und das schon seit über 10 Jahren. Seit 2002 holt man hier die Vergangenheit zurück in einem einzigartigen Projekt. So, Frau Holle, Dienstbeginn. Ab geht's. Deutsch-Langhaar-Hündin Frau Holle ist immer dabei. 170 Hektar mitten im Solling, das ist unser Hutewald. Auf den ersten Blick ein ganz normales Waldtal. Idyllisch durchzogen vom Reiherbach und einigen Teichen aus alter Zeit. Alte und hohe Eichenwälder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 9 Schritte, 9 Meter. Das ist der Abstand, in dem unsere Altvorderen früher diese Bäume gepflanzt haben. Und diese 9 Meter kommen nicht von ungefähr. Bei diesem Abstand können die Eichen ihre bestmögliche Krone entwickeln. Große Krone bedeutet gute Ernte und viele, viele Eicheln. Und nur darauf kam es an. Solche lichten Eichenwälder aus Menschenhand waren einst weit verbreitet. Hier wurde das Vieh eingetrieben zur Hute, der Mast im Eichenwald. Der Naturpark Solling-Vogler belebt diese Tradition neu mit seinem Hutewaldprojekt. Doch anders als früher keine Hausrinder, Auerochsen wild und frei. Die Rinder im Wald, ein Freilandversuch auch für die Wissenschaft. Spannend, denn hier entwickelt sich Altes ganz neu. Wanderern und Radfahrern steht der Hutewald offen, doch wildlebenden Auerochsen begegnet man nicht leicht. Sie sind scheu wie Hirsch und Reh. Anders im großen Schaugehege. Beobachtung aus nächster Nähe. Im Hutewald ist die Herde jetzt noch wachsamer. Die Herbstkälber sind da und das heißt jede Menge Arbeit für Ralf und sein Team. Die Wachsamkeit der Mutterkühe wächst. Sie ahnen bereits, was dem Nachwuchs bevorsteht. Es könnten erste Schritte in ein wildes Auerochsenleben sein. Doch das Gesetz schreibt etwas anderes vor. Jedes Rind in Europa muss untersucht und markiert werden, auch der kleine Auerochse. Aber wie untersucht man wilde Tiere, die sich mit eindrucksvollen Hörnern zu wehren wissen?
die Fanganlage am Rande des Hutewalds. In der Nacht ist ein Teil der Herde in die Falle gegangen. Das Heu als Köder war zu verlockend. Ralf bringt den Dog mit. Anfangs haben wir die ganz normalen landwirtschaftlichen Fangmethoden ausprobiert. Aber die Geräte haben unsere Auerochs nach relativ kurzer Zeit schon auseinandergenommen wie Spielzeug. Dann sind wir übergegangen zu einem Rinderflüsterer. Das hat im ersten Jahr recht gut funktioniert. Im zweiten Jahr haben sich die Tiere daran gewöhnt und kein Erfolg mehr. Aber seitdem ich bei den Cowboys aus dem Westen der USA mir diese stabile Fanganlage angeguckt habe, seitdem funktioniert es und wir haben weitaus weniger Probleme, die Tiere hier in diesem festen Korall zu behandeln. Schmeiß es mal hoch rüber. So, ich gehe jetzt hier weg. Trotzdem haben wir noch reichlich Trouble mit den Tieren. Ich habe selber mal unter so einem Bullen drunter gelegen. Die Attacken kommen ohne Vorwarnung. Jedem Tier muss jährlich eine Blutprobe entnommen werden. Da haben wir natürlich das Problem, dass wir aufpassen müssen, dass sie nicht zurückkommt. Ne? Nee, die kommt nicht zurück. Ja, Ohrmarken einziehen und Blutproben nehmen. Das sind natürlich veterinärrechtliche Vorschriften, die sind für die zahmen Kühe auf dem Bauernhof gemacht. Aber uns, mit unseren wilden Rindern hier, macht das ganz, ganz große Probleme. Mittlerweile haben wir das relativ gut im Griff, aber man muss sagen, wir haben natürlich sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Sein Hilferuf. Letztlich vergeblich. Immer wieder müssen verlorene Ohrmarken ersetzt werden. Komm her, ist gut. Das ist brav. Braver Junge. Oder brav. Den Doc, so nennen hier alle Tierarzt Wolfgang Jörn, bringt nichts mehr aus der Ruhe. Na, das reicht. Fertig? Über eine Tonne Lebendgewicht. Der Bulle zieht um, vom Hutewald ins Schaugehege. Ja, und nun habe ich dieses Theater hier. Eigentlich wollte ich nach einer halben Stunde wieder weg und jetzt bin ich, wie viel Uhr ist es jetzt? Drei. Drei, also sind es da mal wieder 4 Stunden raus geworden. Aber naja, wir haben es Gott sei Dank geschafft. Untersuchungsparameter für alle Tiere identisch. Ja, Bemerkungen haben wir nichts. Außer, dass der Besitzer verletzt ist. So, und jetzt brauche ich noch ein Autogramm von dir. Da. Rippenprellung und Hand angeknackst, aber sonst geht's ja noch. Doch die Arbeit ist noch nicht getan. Nur ein Teil der Herde war in der Fanganlage. Die Altkühe und die Kälber, die kriegen wir so noch nicht rein. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Sobald die merken, hier ist einer, hauen die ab. So schnell wie die wieder draußen sind, wenn man sich nähert, kann man gar nicht das Tor zukriegen. Keine Chance. Aber Harald wäre nicht Harald, wenn er keinen Plan hätte. Er ist seit 3 Jahren Ralfs rechte Hand im Hutewald.
prima. So, Jonas, du kannst jetzt kommen. Jetzt braucht es Geduld. Viel Geduld. Sehr viel Geduld. Na endlich. Am nächsten Morgen geht es weiter. Ralf und der Doc wissen, Mutterkühe sind gefährlicher als jeder Bulle. So, also dann kann die raus. Dann müssten sie sich alle mal so verstecken, dass die Kuh uns nicht angreifen kann und nicht umdrehen kann. Und jetzt? Das Kalb. Nach einer Regennacht eine Schlammschlacht für Mensch und Tier. Und die etwas tiefer im Ohr. So, ja, das ist zu viel. Ohrenmeißel, komm. Na, jetzt geht's. Das war ein Kalb, ein bisschen schwierig. Jetzt noch seine erste Blutprobe. Gut. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer die Mutter ist, aber die werden sich ja finden, die beiden. Ist egal, wo du rausgehst, ist eigentlich egal. Gut, Tür zu. Auch bei Routinehandgriffen ist Vorsicht angesagt. Ein Stoß mit dem Horn kann zu schweren Verletzungen führen. Hier hilft nur die spanische Lösung. Komm her, komm. 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 Du. Weißt du, ob ich das halten kann? Keine Haustiere. Auch die kleinsten nicht. So, jetzt. Halt mal Kopf. Ja, perfekt. Tags darauf ist wieder Ruhe im Hutewald und der Stress scheint vergessen. Der Auerochse, Sinnbild für Kraft und Masse. Aber kein Original. 1637 wurde der letzte Auerochse erlegt, ausgerottet. Im Hutewald weiden Heckrinder, Ergebnis einer Rückzüchtung. Die Gebrüder Heck haben dafür im vergangenen Jahrhundert verschiedene Hausrindrassen gekreuzt. Darunter der spanische Kampfstier. Vorbild für die Rückzüchtung waren alte Zeichnungen. Nicht nur Auerochsen kann man im Hutewald begegnen.
Auch rund 30 Wildpferde durchstreifen das Reierbachtal. Exmoor-Ponys, denen man sich vorsichtig annähern kann. Exmoor-Ponys stammen ursprünglich aus England. Typisch ist das weiße Mehlmaul. Für eines der Wildpferde wird sich heute das Leben grundlegend ändern. Jedes Jahr verkauft der Naturpark Solling-Vogler einige Pferde. Der Platz im Projektgebiet ist begrenzt. Exmoor-Ponys sind als Reit- und Kutschpferde beliebt. Ideal auch als Kamerad für Kinder. Jetzt haben wir eine große Rondell, damit wir ein bisschen kleiner machen können. Halt. Müssen wir ja sehen, dass wir den separieren. Dann wollen wir das hier mit dem großen Ding machen. Ja, wir geben die Tiere für rund 500 Euro in gute Hände ab. Dafür bekommt man beim Naturpark Solling-Vogler ein richtig tolles Pony. Frei geboren und wild aufgewachsen. Zum Verkaufen muss das Pony gezähmt werden. Das übernimmt Helmut Petersen. Meine Mama weg, ist klar. Für den Landwirt und Pferdefreund ist es nicht das erste Fohlen aus dem Hutewald. Auch die Färbung hat er jetzt vom Hengst bekommen. Das Pony wird heute Rocky getauft. Das passt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Und ruf an, wenn du soweit bist. Ja. Danke. Noch nicht zu danken. Für Rocky beginnt nun eine neue Zeit. Auch im Winter kein Dach, kein warmer Stall. Die Exmoor-Ponys haben sich ein dickes Winterfell zugelegt. Es isoliert perfekt. Der Schnee darauf schmilzt nicht. Kaum Fressbares am Waldboden. Auch in den höheren Etagen sieht es nicht viel besser aus. Buchenknospen und Zweige, die karge Kost des Winters. Da ist der Heuballen in der Fanganlage die willkommene Alternative. Und wieder hat die Falle zugeschnappt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja. Tiere einzeln rübernehmen und in die Fanganlage rein. Die Arbeit mit den Ponys ist nicht so gefährlich wie bei den Auerochsen. Aufpassen muss man dennoch. Wildpferde können kräftig zutreten und beißen. Wir kennzeichnen jetzt die Exmoor-Ponys mit dem NP für Naturpark. Und danach werden die Jungtiere
gebrannt von der Nummer 20 an aufwärts. Ja, das sind auch noch. Und einhändig noch. Das Brennen überlässt Ralf Sandy Rödde, einer erfahrenen Pferdepflegerin. Ja, damit die Haut nicht so ausspringt. Ja. Und dann hilft mir die Achtung nochmal. Ja. Das Brennen der Ponys ist ja mittlerweile nicht ganz unumstritten, aber für uns eben ganz wichtig, weil wir nicht auf 30 oder 50 Zentimeter an die Tiere drankommen, um einen eventuellen Chip dann ablesen zu können. Wir müssen die Pferde mit einem Fernglas teilweise auf 20 oder 30 Meter eben beobachten können und dann auch zuzuordnen, welches Fohlen von welcher Zuchtstute abstammt. Deswegen vergeben wir diesen Nummernbrand. Die Ponys könnten treten und aufspringen. Na. Keine schreckhaften Schreie und keine verstört flüchtenden Tiere. Ist das Eisen heiß genug und verstehen die Leute ihr Handwerk, ist das Brennen für die Pferde kein Problem. Ja. So, das war die 14 und jetzt die 15 ist der Stutfohlen zur Stute davor. Die jüngsten, erstmals eingefangenen Ponys sind anfangs nervös. Doch Sandys Schere scheint eine beruhigende Wirkung zu haben. Ja, du kommst auch gleich dran. Das ist der einzig warme Platz bei diesem Wind und dieser Kälte. Minus 15 Grad, schneidender Ostwind. Da möchten es auch andere wärmer haben. Okay, ich erschrecke mich. Sandy ist zufrieden. Ja, das war's denn für heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Das Fell wird nachwachsen und der Brand nur noch in den Haaren sichtbar bleiben. Wieder bei Helmut Petersen und Rocky. Eine knappe Woche ist vergangen. Du stehst nicht auf deinem rechten Fuß, sonst muss das Gewicht auf dem linken. So, nun gib mal Fuß. Brav, Rocky, fein. Ganz brav, so. Na, haben wir doch schon wieder was erreicht, ne? Man kann mit ihm länger was machen, er ist nicht gleich beleidigt. Aber man muss immer wieder aufpassen, weil er eben so selbstbewusst ist. Und da muss ich aufpassen. Indem ich ihm immer wieder zeige, dass ich der Stärkere bin. Ich bringe ihm auch mal bei, rückwärts zu gehen. Das machen sie eigentlich auch nicht gerne, aber er macht's. Okay, jetzt haben wir noch eine besondere Überraschung für dich. Heute kommt eine neue Besitzerin. Für Annalena erfüllt sich heute ein Mädchentraum. Hallo? So, hier sind wir. Komm ruhig rein. Ja. Hier ist dein neuer Freund. Hallo. Hallo. Hallo, Rocky, ne? Rocky, bleib ruhig. Das ist deine neue Chefin. Ich hoffe, dass du bei ihr auch spurst. Rocky, so geht lieber Bursche, aber sei vorsichtig, es ist immer noch ein Wildpferd. Du musst der Chef sein, das musst du ihm immer wieder klar machen. Dann kann ich ihn vielleicht mal über den Hof führen, dass ich mal so weiß, wie er so reagiert und... Ja, sicher. Das wollen wir mal gleich machen. Ich übergebe ihn dir und dann gehst du los. Okay. So, Rocky, komm. Sag komm und geh. Ist ein ganz tolles Pferd. Ich freue mich wirklich. Frühjahr im Hutewald. Pflanzzeit. So, Harald, guckst du mal, ob es gerade ist?
So stimmt schon. Gut. Moin Männer. Moin. Moin. Wie sieht's aus? Ja, gut soweit. Ganz gut, klappt. Ja, ein bisschen Wurzeln, sonst geht das. Relativ wenig. Hier hat man vor 60 Jahren Weißtanne gepflanzt, die hier eigentlich gar nicht hergehört. Wir haben die jetzt hier gefällt und pflanzen jetzt Stieleiche, um den ursprünglichen Hutewaldcharakter wiederherzustellen. Ja, ich gehe nochmal rum, dass wir am Pfahl öffnen können. Grün der Buchen, eine Delikatesse für die Pferde. Jetzt ist der Tisch reich gedeckt. Das Verbeißen der Buchentriebe macht die Ponys zu Landschaftsgärtnern. Eichen verschmähen sie, der Eichenwald gedeiht. Ein Hutewald wie in vergangenen Zeiten. Eingezäunte Kontrollflächen zeigen, wie sehr die Tiere den Wald verändern. Hinterm Zaun Pferd und Ochs, eine Chance für den lichten Eichenwald. Werden so die malerischen Wiesentäler bewahrt. Das Reierbachtal bietet einer reichen Artenvielfalt ein Zuhause. Manches Geheimnis lässt sich nur bei Nacht lüften. Carsten Dense und sein Team suchen nach einem heimlichen Bewohner des Hutewaldes. Ultraschall, Lautsprecher. Die Wissenschaftler haben schon so manche Nacht zwischen den hohen Eichen verbracht. Eine Bechsteinfledermaus ist ins Netz gegangen. Das dürfte jetzt ein säugendes Weibchen sein, was aber erst seit kurzem säugt. Das Tier soll einen Sender bekommen. Die Forscher wollen damit mehr über die bedrohte Art erfahren. Der Sender fällt dann normalerweise nach circa einer Woche von selbst ab. Im Hutewaldprojekt haben wir ja zunächst mal geschaut, welches Artenspektrum überhaupt vorkommt und haben dabei auch festgestellt, dass eine Bechsteinfledermaus-Wochenstube im Gebiet lebt. Und da die Bechsteinfledermaus in Niedersachsen eine relativ seltene Art ist, wurden dann auch noch vertiefende Untersuchungen beauftragt. Für Carsten Dense ist das Vorkommen der Bechsteinfledermaus im Hutewald kein Zufall.
Und er ist einer der Gründe. Mistkäfer stehen auf dem Speiseplan der Bechsteinfledermaus ganz oben. Im Kot der Auerochsen und Exmoorponys finden sie idealen Lebensraum. Je frischer der Mist, desto besser. Die alten Eichen bieten den Fledermäusen Schlafplätze und Wochenstuben. Kleiner Mann. Komm. Fein, 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 fein. Das sind doch die schönsten Momente an meinem Job. Und darüber kann man schon mal die Zeit vergessen. Eigentlich wird Ralf bereits erwartet. Tag des Auerochsen in Schönhagen. Hallo Wilhelm. Hallo Ralf. Wie sieht's aus? Wie viele Personen haben wir in Anmeldung? Wunderbar. 300 Personen, Hütte voll. Schön, gehen wir rein. Die Gastwirte rund um den Hutewald haben eingeladen. So, meine Damen und Herren, ich darf auch noch ein paar Worte an Sie richten. Ich möchte Sie auch im Namen des Uslarer Hürde-Workshops ganz herzlich zu unserem heutigen Tag des Auerochsen begrüßen. Die verschiedenen Spezialitäten des Auerochsen stehen für Sie bereit. Greifen Sie reichlich zu, nehmen Sie reichlich und lassen Sie sich schmecken und freuen sich auf die nächsten Tage, wo es dauernd Auerochsen gibt. Auch für Ralf eine kleine Stärkung. Sehr lecker. Typischer Auerochsengeschmack. Prima. Nach dem Essen Informationen aus erster Hand. Lassen Sie sich das ruhig mal zeigen im Hutewald. Wir haben, wie gesagt, heute um 17 Uhr eine Führung angeboten. Also hier bis 95% vom Hosenkasten und Triebwerk im Winter. Die Runde durch Hutewald und Schaugehege, dafür opfert Ralf auch schon mal sein Wochenende. Ohne fremde Hilfe Kalben und Fohlen können. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Wir werden das weiterempfehlen und auch Ihnen herzlichen Dank. Jo, prima. Dankeschön. Wunderbar. Super. Mit dem Tag des Auerochsen hat die Jagdzeit im Hutewald begonnen. So, jetzt müssen wir sie nur noch finden. In dem großen Waldgebiet alles andere als einfach. Das gibt's doch nicht. Letzte Woche waren sie immer hier und jetzt ist die Bühne leer. Endlich. Aber die Herde hat Wind bekommen. Ralf hat eine Ausnahmegenehmigung. Nur deshalb darf er die Rinder mit dem Gewehr erlegen. Der Abschuss der Tiere ist notwendig, damit die Herde nicht zu groß wird. Auch im weiten Hutewald ist das Nahrungsangebot begrenzt. Keine halbe Stunde später übernimmt Metzgermeister Schaft die Regie. Bei den freilebenden Tieren ist es also so, dass das Fell ziemlich festgebrannt ist auf dem Tier. Und bei den Mastochsen ist es halt nicht so. Da geht es schön
dass sie sich gut abziehen. Fleischvermarktung der kurzen Wege. Frei aufgewachsene Tiere. Keine Lebendtransporte zum Schlachthof. Kein Stress vor der Schlachtung. Und nächste Woche holen wir einfach die Gastronomie raus, dass die auch zufrieden sind. Genau, geht klar. Okay, machen wir. Guten Morgen. Na? Guten Morgen. Morgen, Marco. Doktor. Wolfgang. So, ja. Okay, das ist der Pass. Vergleichen wir mit der Ohrmarke 03537-92868. Das passt. Okay. Hier der Leber-Lymphknoten. Sieht auch gut aus. Okay, das war die Leber. So, 5 Stempel kommen drauf. Das ist hier auf jede Hälfte. Nach 14 Tagen der Reifung wird der Auerochse weiter zerlegt. Unser Auerochsenfleisch ist mittlerweile ein echter Geheimtipp. Die Leute kommen aus ganz Deutschland und genießen das Auerochsenfleisch aus unserem Hutewald. Ich kann jedem nur empfehlen, es mal zu probieren. Sie werden wirklich davon nicht mehr loskommen. Wenn das Tier zerlegt ist, dann kommt es anschließend in unsere Reifeboxen, wo wir es im Kühlhaus noch mal 14 Tage nachreifen lassen und anschließend kommt es in den Laden zum Verkauf. Schönen guten Tag, hallo Herr Johannes. Hallo Frau Mona, ich hätte gerne wieder was vom Auerochsen. Ich sehe gerade, du hast den braunen Streifen da, den würde ich gerne mitnehmen. Ja. Und den Tafelspitz vielleicht gleich dazu. Ja, gerne. Das läuft ja ganz gut bei euch in der Wirtschaft, ne? Ja. So, ja, dann danke schön. Ich dir, ne? Bis mal, schön. Mach's danke. Tschüss. Wilhelm Johanning ist Stammkunde bei Metzgerschaft. In seinem Gasthof in Eschershausen steht Auerochse in den kommenden Wochen ganz oben auf der Speisekarte. So, damit der Kocher ordentlich aussieht, legen wir es auf. So, dann wollen wir mal loslegen. Das gute Fleisch vom Auerochsen. Das braune Streifen. Die sogenannte Semmerrolle, das eigentlich hochwertigste Teil von unserem Auerochsen. Ideal geeignet für den Schmorbraten, den wir jetzt zubereiten wollen. Und dazu brauchen wir unsere Zwiebeln. Wir brauchen etwas Lauch und Sellerie, Karotten und Tomatenmark zum Anbraten dieses Schmorbratens. Die Pfanne ist heiß, ein wenig Fett dazu. Und kurz bevor wir den Schmorbraten in die Pfanne legen, würzen wir ihn erstmal ein mit einer Mischung aus Salz und Pfeffer. So, und immer schön von allen Seiten gleichmäßig braun anbraten, damit wir einen schönen Brateinsatz bekommen. Und jetzt kommt unser Schmorgemüse dazu. Und wir versuchen natürlich hier in unserer Küche immer regionale Produkte zu verkaufen. Natürlich bietet sich der Auerochse dazu bestens an. Ein absolutes, einmaliges Fleisch hier für die Gegend aus dem Hutewald. Die Rinder leben dort komplett frei, werden nicht in den Wintermonaten reingeholt. Und das macht sich natürlich auch in dem Fleisch bemerkbar. Ein hervorragender Geschmack entsteht und das wollen wir eigentlich auch hier unseren Gästen präsentieren. So, nachdem die Röstaromen jetzt schön entstanden sind, wollen wir unseren Ansatz ablöschen. Dazu nehmen wir natürlich auch die Rinderbrühe, die wir vorher angesetzt haben, aus den Knochen von unserem Heckrindern und füllen damit einfach auf. Wir löschen nicht mit Wein ab, weil wir möglichst alles alkoholfrei kochen wollen. So, aufgefüllt, Deckel drauf und jetzt ab in den Ofen zum Garziehen. Die Temperatur einstellen auf 200 Grad. Und dann ca. 2 Stunden im Rohr lassen. So, die Zeit ist reif. Der Schmorbraten müsste jetzt eigentlich soweit sein. Wollen wir mal schauen.
So, dann würden wir sagen, raus damit. Und die erste Scheibe gehört immer dem Koch. Und dann testen wir mal. Exzellent, butterzart, wunderbar. Dann wollen wir anrichten. Fertig ist unser Schmorbraten um Ochsen. Guten Appetit. Bei Metzgerschaft werden Fleischpakete verladen. Wie immer perfekt zerlegt und vakuumiert. Der Fleischverkauf ist eine wichtige Einnahmequelle für den Hutewald. Nee, jetzt kommen wir. Ach so. Wir kommen erst. Sie wollen auch ein Fleischpaket holen? Ja. Wunderbar. Die Geschäftsstelle des Naturparks Solling-Vogler in Neuhaus ist unter den Feinschmeckern weit über die Region hinaus als gute Adresse bekannt. Herbststürme, unruhige Nächte für die Leute vom Hutewald. Boah, ist ja einiges runtergekommen heute Nacht. Hoffentlich ist bei den Fichten nicht noch was Schlimmeres passiert. Ja, insgesamt sind es 13 Kilometer Zaun, die ich zu kontrollieren habe. Und da ist man schon den ganzen Tag mit beschäftigt. Auch wenn das am Wochenende gestürmt hat, dann lässt mir das auch keine Ruhe, dass ich auch Sonn- oder Feiertags losgehe, den Zaun kontrollieren. Sonst kann es schnell passieren, dass die Tiere weg sind und die Suche, das wäre viel, viel schlimmer. Oha! Das ist aber was. Scheiße. Hallo Ralf. Wir haben Windbruch, da ist eine dicke Fichte umgefallen am Schlauch. Und da sind Spuren außerhalb, die Pferde sind draußen. Kannst du kommen? Moin Harald. Moin Ralf. Großalarm habe ich schon ausgelöst. Wo ist denn das Loch? Gleich hier runter und dann gleich links. Oh. Ja, da haben wir den Salat. Hier sind sie rüber. Hier haben wir eine Fährte. Auch hier sind sie weiter. Das war auch nicht nur eins. Der Zaun muss schnellstens wieder dicht sein, damit nicht auch die Auerochsen ausbrechen. Wahrscheinlich sind sie auf der großen Windwurffläche von 72. Du bereitest dann auch alles vor. Ja. Anhänger gleich anhängen. Ich melde mich, wenn wir sie gefunden haben. Okay. Jetzt natürlich Gefahr im Verzuge. Wir müssen uns jetzt beeilen. Die Bundesstraße, die läuft am Rande des Projektes lang. Und beim letzten Mal standen die Ponys auch fast auf der Bundesstraße. Ich habe jetzt alle Forstämter im Umkreis informiert, sodass wir relativ fix versuchen, die Tiere wieder einzufangen. Da gehört natürlich ein bisschen Glück zu und vor allen Dingen ein bisschen Erfahrung, dass man weiß, welche Flächen die Pferde es jetzt abgesehen haben. Das wäre hier mein erster Tipp gewesen, aber die Bühne ist leer. Die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die können in jedem Wiesental hier stecken. Wieder nix. Dirk. Na, hoffentlich hat er sie. Hallo Dirk. Der Kollege hat die Tiere gesehen. Wenn sie wirklich da stecken, dann haben wir wirklich noch Glück im Unglück. Da haben wir ganz in der Nähe eine Fanganlage stehen. Der Kräuter hat mindestens 3 Ponys hinten im Wald gesehen. Dann sind die anderen vielleicht auch nicht weit. Da hinten sind sie. Ja. Da hinten im Fichtenwald. Pass auf, ich versuche sie hinten rumzuziehen. Und dann versuche ich sie hinten durch den Wald in die Rinderweide reinzulocken. Komm her, Kopf.
Oh, Schwein gehabt, die haben richtig Schmacht. Das ist richtig super gelaufen. Komm her, mal gucken, ob sie in die Kuhweide mit reingehen. Komm her, komm. Oh, ist wunderbar, klappt ja. Komm her, komm. Komm her, komm. Auch die Ausreißer sind von den Erlebnissen der Sturmnacht erschöpft. So, jetzt Anhänger, ja, aufladen und gehen Heimat. Kaum sind die Pferde wieder da, das nächste Problem. Im Schaugehege hat eine Kuh beide Ohrmarken verloren. Innerhalb von 3 Tagen muss Ersatz her, so das Gesetz. Ralf muss handeln. Eike, haben wir noch angesetztes Betäubungsmittel? Ja, hab noch einen Löffel. Okay. Hier hinten kommt jetzt der Betäubungspfeil rein, das ist ein 3-Milliliter-Pfeil. Mit dem Gewehr muss ich relativ nah an die Tiere dran. Das ist bei unseren wilden Tieren natürlich gar nicht so leicht und nicht ungefährlich, sich denen auf relativ kurze Distanz zu nähern. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja. Der Bulle ist ja bisher nur in der Hutewaldherde gelaufen. Ich bin gespannt, wie der sich verhält, wenn wir doch relativ nah ran müssen. Ich hoffe, dass er nicht angreift. Ich möchte natürlich ungern an dem Bullen jetzt vorbeigehen. Das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Ich denke, wir werden auf der hinteren Seite rangehen an die Kuh. Wir gehen lieber kein Risiko ein. Mit dem Burschen ist wirklich nicht zu spaßen. Ja, sicher ist sicher. Ralf hofft, die Tiere mit Futter anlocken zu können. Na komm, na komm. Komm her, na komm. Der Plan misslingt. Es war eigentlich schon eine relativ gute Distanz, aber ich konnte nicht schießen, weil die Kuh zu weit hinten stand. Wir müssen es nochmal probieren. Ich denke, es macht Sinn, dass ich versuche, mal alleine dran zu gehen an die Tiere. Das wird vielleicht besser sein, die sind sehr, sehr nervös. Warten wir so lange, bis das Mittel anflutet. Kann bis zu 20 Minuten dauern. Und dann werden wir uns dem Tier nähern. Sie speichelt recht gut, hat den Kopf aber noch hoch. Oh, geht jetzt auch wieder hoch. Auf. Ich denke, wir müssen noch mal nachdosieren. Ganz sicher. Die Zeit ist auch schon um. Sie müsste eigentlich schon liegen, wenn das Mittel richtig anschlägt. Ja, also werden wir noch mal einen Pfeil setzen. Ja. Hoffentlich spielt der Bulle mit. Oh Mist, was machen wir jetzt mit dem Tierarzt? Der wartet drüben bei dem Pony schon auf uns. Ah, stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Was machen wir denn jetzt? Ja. Pass auf, dann fahr du rüber und ich versuch's allein. Ja, ja, meinst du? Kommst dann wieder zurück. Schöne Grüße an Doc. Ja, richtig aus. Zweiter Versuch. Schrecksekunde. Der Bulle schiebt sich zwischen Ralf und die benommene Kuh. Eine Tonne pure Kraft. Erleichterung bei Ralf. Oh, jetzt sind wir auch warm geworden. Jetzt muss ich auch ran. Die Zeit läuft. Ralf muss zur Kuh, den Bullen fest im Blick. Ralf weiß nicht, wie stark das Mittel wirkt. Zur Sicherheit fixiert er die Kuh mit dem Lasso.
Schneller als erwartet lässt die Betäubung nach, doch noch fehlt die zweite Marke. Was für ein Aufwand. Jetzt kann sie wieder zur Erde. Bulle, kannst du im Empfang nehmen. Puh, Gott sei Dank. Das hätte auch ins Auge gehen können. Wenn die Kuh unkontrolliert nach vorne weicht, dann habe ich das Horn im Bauch. So, super, hat geklappt, aber die Nummer brauche ich nicht jeden Tag. Meine Güte. Stress pur. Ach, ist das wieder herrlich hier. Paul, uns geht's doch wieder richtig gut heute. Ach, herrlich. Das entschädigt für den ganzen Stress mit der Kuh vorhin. Am nächsten Morgen dreht sich alles um ihn. Das einzige Herbstfohlen des Jahres, der kleine Prinz des Hutewaldes. Seine Mutter ist eine der besten Zuchtstuten der Herde. Alles wird vorbereitet für einen hohen Besucher. Das hat doch wunderbar geklappt. Ja. Hallo, Frau Bruhr. Hi, Iris. Na, gute Reise gehabt? Ja, klar. Gut gepasst? Mr. Brewer ist der Präsident der internationalen Exmoor Pony Gesellschaft und eigens aus England angereist zur Aufnahme des kleinen Prinzen aus dem Solling in das internationale Zuchtprogramm. Soll ich mit reinkommen, Ralf? Schau mich nicht an. Ich bin nicht sehr hübsch. Zuerst schauen wir, ob er keine weißen Flecken im Fell hat. Und man sieht, er hat keine. And you can see. Definitely. Whoa, my little fella. Whoa, my love. Whoa, no, little fella. No. The Exmoor Pony Society, which is the society. Die Exmoor Pony Society wurde 1921 gegründet und reguliert seitdem die Reinheit und die Standards der Zucht der Ponys. And has continued ever since, safeguarding the purity and the standard of the ponies. Hey there. The ponies come, as their name implies, from an area called. Wie der Name schon sagt, kommen die Ponys aus einer Gegend namens Exmoor. Very low in numbers. Und ihre Zahl wächst nur langsam. Nach dem letzten Krieg hatten wir nur noch 50 Stuten, aber 5 davon in Deutschland. Because there were 5 in Germany.
Und so hat die Aufzucht lange bis zur heutigen Population gebraucht. Wir reden heute über maximal 700 oder 800 zuchtfähige Stuten. Aus internationaler Sicht immer noch eine bedrohte Spezies. We are still classed as an endangered species. If you see here, we have a star. It is the registered. Hier sieht man einen Stern, unser eingetragenes Zeichen. And we're happy. This number under here. Diese Nummer hier, ich glaube, es ist die 241, ist die Herdennummer. Normalerweise würde ich ihm hier die gleichen Zeichen geben, aber er ist noch ein bisschen jung. Wir kommen nächstes Jahr wieder, wenn er größer und kräftiger ist. Ich bin 78. Am Sonntag werde ich 79. Und ich mache diese Arbeit, weil ich in Exmoor lebe. Der Doc nutzt die Gelegenheit, dem Fohlen den vorgeschriebenen Chip einzupflanzen. Was? Mhm. Gut, ersetzt. Schön. Na, haben wir alles überstanden, ne? Ja. I love them. I love them. They're part of my history, my family's history, and my country's history.